Also ich habe das Bergsteigen mit meinen Eltern zusammen angefangen. Meine Eltern haben ja diese Leidenschaft fürs Bergsteigen in die Wiege gelegt. Ich habe dann mit 13 meinen ersten Kletterkurs besuchen können, bin dann aber eher so als Alpinist, als Gebirgskletterer aufgewachsen. Meine Vorbilder waren ganz klar Kurt Albert, Wolfgang Güllich, die großen Namen Ron Fawcett, John Baker, Jerry Moffat. Das waren meine Vorbilder und denen habe ich nachgeeifert und habe versucht, sie zu übertrumpfen. Also ich klettere jetzt mittlerweile schon seit ungefähr 16 Jahren und so meine größten Erfolge bis jetzt waren im Wettkampf, wo ich früher tätig war, sicher der Jugendweltmeister und auch der Gesamtweltcup-Sieg dann bei den Erwachsenen 2008. Aber mittlerweile sehe ich mich eigentlich immer mehr als Alpinist und bin eigentlich auch bei den alpinen Abenteuern und Expeditionen daheim. Und aber mein größter bisheriger Erfolg für mich persönlich war sicher die erste freie Begehung von der Kompressorroute am Cerro Torre. Ich denke, Klettern ist für mich wirklich eigentlich alles. Also das ist mein kompletter Lebensinhalt und das füllt eigentlich alles auf. Und ich muss sagen, in den letzten Jahren hat sich Klettern für mich immer mehr weg von einem Sport hin zu Erlebnis, aber auch zu einem gewissen Teil zu einer Kunst irgendwie entwickelt, wenn man so vor einer Felswand steht und so eine Linie anschaut. Das ist was, glaube ich, gibt es in ganz wenig anderen Sportarten. Sagen. Du sagst mir gar nichts, so, weil. Da hat immer mal den Grauen da. Genau. Ja, danke. Das ist gut. In Gelb. Ja, in Gelb. Hör auf, ey. Und dann? Geht schon. Da grau. Jawohl, und weiß. So. Ü40 Griffe. Nimmst den Blauen da wieder. Der ist nicht Ü40, doch. Dann Orange da. Und Schwarz. Da! Yes! Also da haben wir wie jung die jetzt schon anfangen zum Klettern, gell? Ja, mit 5, 6 Jahren, gell? Ja. Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, da war 13 schon relativ jung, gell? Mhm. Aber da bist du nicht zum Klettern irgendwie über eine Halle gekommen, sondern eigentlich nur über deine Eltern. Also wenn die nicht geklettert sind, da hast du überhaupt keinen Kontakt gehabt irgendwie zum Bergsteigen. Ja, ich habe ja mit 5 Jahren oder so angefangen, oder? Aber bei mir damals hat es das auch noch fast nicht gegeben oder so Klettergruppen gegeben hat oder so irgendwas in der Art. Und mittlerweile ist Klettern ja wirklich schon so ein Trendsportart. Ja, also. Deswegen entwickelt sich das ja beim Wettkampf so schnell weiter, gell, und auch beim Sportklettern. Ja. Und Alpine finden nachher nicht mehr so viele Leute. So, schraubt ihn auf. Packen wir's. Bello, gut gemacht. Gut. Heiß ist. Total, oder? Total heiß, ja. Wann gehen wir ins aber rein, oder? Ja, ist okay. Da, wo ich angefangen habe zum Klettern. Rein. Sag ich dir mal den totalen Unterschied. Müssen wir so einen Holzscheitel mitnehmen. Oh, das hat eine Tradition, sonst kriegen wir kein Bier. Okay. Ja. So. Jetzt trage ich einen großen Scheitel und baue das alle, oder? Ja, genau. Das ist das Privileg der Jugend. Mhm.
die Verschneidung. Aha. Und dann geht die irgendwann einmal so, glaube ich, 50 Meter, die erste Seiling. Ja. Dann geht es mal ein bisschen so nach rechts rüber, da wo die Grasrasen sind. Ja. Da ist dann Stand, quer dann mal ein bisschen nach links rüber und dann relativ gerade hoch. Okay. Was nimmst du mit? Nimmst du eine Softshell oder? Nein, ich nehme leider die Pro-Shell-Jacken damit. Sonst mehr brauche ich nicht da. Sieh super, kannst du voll mit klettern, gell? Die sind mittlerweile so leicht. Ja, voll. Früher die ersten, das waren wie Rüstungen. Da bist du drin gestanden. Nein, echt gewaltig und bin schwitzig, bin scheinig da. Ja. Stefan, ich glaube, es schaut nicht so gut aus mit dem Wetter, gell? Vorhin hat es schon ganz schön nah gedonnert, gell? Und es zieht brutal schnell einer, gell? Ich glaube, jetzt geht es echt ums Überleben. So dramatisch würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber... Nicht da? Nein, mir kommt schon vor. Das ist immer das mit den Jungen. Die übertreiben immer maßlos. Das ist einfach die Facebook-Generation, die muss immer maßlos übertreiben. Ja, jetzt wollen wir gleich ein Foto machen. Schon, oder? Nachher posten wir. Gleich von hier posten. Müssen abzeilen, weil zu feig. Weil Arsch zu weit runter. So, jetzt klettern wir das erste Mal zusammen, David. Das erste Mal seit langem zumindest, gell? Dann klettern wir einmal eine Länge zusammen und dann können wir schon wieder umdrehen. Ja. Schaut aus, Stefan, willst du noch an oder willst du noch weiter auf? Ja, ich gehe vielleicht nur zum Stand hoch. Okay, passt. Da müssen wir halt schauen, was wir machen, David. Ja. Vielleicht so. Kann man mir gut vorstellen. Müssen wir noch abchecken, ob es ein bisschen wegzieht oder ob es nochmal kommt. Du mir wurscht, gell? Das ist damals, gell? Ja. Egal. Ja, haben wir Eitel da, oder? Weil ich meine, das ist ein Schmarrn. Mhm. Ja. Ich meine, im Winter müssen wir jetzt ja nicht runter sein. Nein. Das ist jetzt gefährlich. Halt ungut. Du, jetzt gehen wir alle auf die Hütten und trinken noch was, oder? Ja. Du kriegst ein Limo und ich krieg ein Bier. Das ist okay, passt. Schon ganz coole Tour gewesen heute, ha? Ja, das war damals mein Homeground. Mhm. Das hast du mal gesehen. Ja. Jetzt haben wir ab, oder? Bevor es dunkel wird. Okay. Genau. Machen wir's.